So, jetzt sind wir schon in Pirna. Wir gehen jetzt zum DDR-Museum. Hier, da sehen wir schon die Hauptvertreter aus den Zeiten. Da geht's rein. Und erkennst du deine Fahne? Guck mal, die da. Den hat mein Vater damals gezeichnet. Was ist das? Unser Metallbaukasten war das. Nee, die waren. Oh, hatte ich auch. Wo? Geld zu sparen, da, der Tresor. DDR-Geld. Ja, das sind 5. Da ist auch ein 5 DDR-Schein, 5 Mark-Schein. Ah. Und das hatten wir auch hier, so Stärke durch. Ah, das hatten wir auch. Ja. Klavier? Nein, das ging Klavier. Da pustest du durch und kannst Musik machen. Flöte. Ja, also auch Flöte. Ich war mit dem Bauernzug, die haben schon gehalten. Hast du 50 Cent? Die wollen die Bahn fahren. Die Rechner damals, die Asse. Kaum jemand. Ja, Riffi. Den kenne ich. Die ist hübsch. Genau. Dieser Schein, das ist auch ein DDR-Schein. Geldbrot hatte ich auch keine. Sonne, die Ostgelder. Das sind die Streichhölzer, die hatten wir auch. Brauchst du eine Packung, ja? Ich will die Windische fahren. Keine Ahnung wie. Nur die. Nee, die bin ich gefahren. Die bin ich gefahren. Doch, so die bin ich gefahren. Cool, das klingt doch. Bist du auch im Erholungsheim gewesen? Ja. Yeah. Ja, auf den Panzer habe ich auch gelernt. T-55. Genau auf den. Ach, mal an, so muss der Schrank gebaut werden. Unten lag das Sportzeug, siehst du? Mit der gelben Hemd, rote Hose und braunen Trainingsanzug. Oben war rechts die Pudelmütze und links die Ausgehmütze und oben war Stormy-Pack und Stahlhelm und Gasmaske quer. Und dann die beiden Handtücher. So muss der Schrank immer aussehen. Was haben wir denn so gehabt? Pinguin hattest du auch? Nein. Wir haben wir bis jetzt doch in. Nee, das ist ein anderer. Also ähnlich, wir haben doch zu Hause. Ja, aus. Das sah so aus. Ja, so ähnlich. Rotkäppchen. Diabetes-Pudding-Pulver. Und hier das. Haben wir doch auch jetzt irgendwas. Ja, nur Dossi. Nur Dossi, genau. Frische Rahmenbutter, kenne ich noch. Hat auch so nur Dossi, siehst du? Was haben die da noch? Dann ja, Milch gab es immer in so einem Tüten. In so einem Plastiktüten und in so einem Becher, siehst du? Ja.
Da oben, Trinkfix hatten wir oft. Das war Kakao. Und was denn? Zuckerstoffbitter hatten wir auch als Kinder. Ach so. Und das Auto da unten hatte ich auch. Genau das gleiche. Das Auto hatte ich ja. Das gelbe da? Da unten, das mit dem Schuh, was ich jetzt gerade habe. Was hatten Sie vorher auf dem Kopf? Keine Ahnung. Trocken. Und wir hatten so ein Ding. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass drin irgendein Bier war oder so. Das war für Bier gedacht, oder? So ein Kühlschrank wäre auch so, genau so. Hast du was gehabt? Was? So eine Pionierkrawatte? Oh, was, das soll ich machen? Hochzeit und Klasse. Ja, auch. Wir auch. Hier dein Klassenraum. Ja, so, das ist los. Das Ding da kenne ich auch noch. Die hatten nicht so weit. Wir waren noch nicht, waren nicht so weit. Ja, solche Tische hatten wir auch. Und Oranzen hing auch seitlich. Ja. Die Tische. Aber bei uns war aber nicht so gemütlich. Wer ist das? Das ist nicht mehr, wer ist das? Das ist die Xenia-Augelbrücht. Warum wie gehabt ihr diese Jeans? Weil ich glaube, die erste Zeit eigentlich die richtigen Jeans. Ich kenne nicht die Flugbretter. Aua. Die Scheuer, die meine Mutter hat. Da hat diese Scheuer. Kleine, glaube ich. Ach, diese Handtücher, sie haben so gut das Wasser aufgenommen. Meine Schwester ist immer noch scharf drauf. Was ist denn das? Im Bad, in der Badewanne? Das weiß ich nicht, das kenne ich nicht. Eine Waschmaschine in der Badewanne wahrscheinlich. Ich habe eine Trophäe, die ich in der Badewanne waschen. Und was für Waschmittel hattest du gehabt? Das war ja, in dem Ton gehabt. Das hier, ist schwer. Aha. Und hier Seife? Seife weiß ich gar nicht. Ja. Ah, das sind Taschentücher. Da oben ist Seife. Ja, Taschentücher hatten wir auch. Kamei hatten wir auch. Lanolin hatten wir auch. Florena hatten wir auch. Guck mal. Florena war, glaube ich, Seife. Hatten wir auch. Ja. Wo sonst? Gut, wie schön das damals war, ja, mit der Eisenbahn. Es hat nur Spaß gemacht, die Häuser zusammen zu kleben. Habe ich gern gemacht. Oder oben mit Ferienlager und alles. Ne? Wahnsinn, ne? Keine Ferienlager. Ich finde das ist auch niedlich, ja. Alles mit Liebe. Bäckerei. Das sind die Stühle da vorne. Das mag der Bock auch. In 50, die hatte ich. Ich habe in 51, aber egal. Das war mein Moped. Ach, ich weiß es auch nicht mehr. Den Hauptmann kenne ich noch. Oh, die Ente kenne ich noch. Die
klauen. Weil das Ding hat, das ist so ein Ding gehabt. Was das, dann das. Das mit dem Fenster kenne ich noch. Ah, da gab es bei uns auch. Genau wie der gelbe da. Ja, den kenne ich auch. Und meine Schwester noch. Ja? Ja, und da der Sitzende auch. Die kenne ich auch noch, ja. Die Action-Sachen-Serie. Die kenne ich noch. In den Dingern gab es immer Tee als Kinder. Konnte man sich das holen. Kindergarten ist das hier. DDR-Kindergarten. Mittagsschlaf. Nee, gut, sag Pirat, ich bin nicht geflogen. Aber ich bin auch bei Tscher und Pirat. Die beiden bin ich damals geflogen. Also, was ist da? Wer ist der Genosse daneben? Das so? Ja. Hans Fellmann. Ah. Heißt und der Würfelzucker, so sah das aus. Ja. Schwabe aus Fußtafel war ekelhaft. Wo sind die? Die habe ich gerade gegessen, die Mokka-Bohnen. Das war das Einzige, was ich. Die würde ich auch jetzt essen, die gibt es aber nicht mehr. Die waren aber was ganz Schlimmes aus. Ja. Ganz schlimm, Schlag aus Wüstabel, ganz, ganz schlimm. Das war ein Schokoladenersatz. Die Hanorenkugeln, die gibt es immer noch, glaube ich. Was für Kugeln? Hanorenkugeln. Ich glaube, die gibt es immer noch. Chili-Bananen gab es auch. Ja, ja. Das war auch eine schöne Zeit im Zelt.